Dies ist Peugeot Partner Typé. Bisher hatte Peugeot Partner Typé zwei Partner und ist sehr familienfreundlich. Peugeot Partner Typé ist seiner letzten Familie entwachsen, da die Kinder mittlerweile außer Haus leben und somit hat er sich entschlossen, einen letzten neuen Lebensgefährten, eine letzte neue Familie zu finden. Wenn du also auch vielleicht gerade auf der Suche nach einem neuen Partner bist, dann schau dir den nun folgenden Partnercheck zum Peugeot Partner Typé an. Vielleicht passt ihr ja zusammen. Hallo und herzlich willkommen bei Hollycars. Ich bin Holly und stelle dir immer wieder potenzielle neue Partner, Partnerinnen vor. Das hier ist Peugeot Partner Typé aus 2012 mit 114 PS. Er besitzt einen Dieselmotor mit Rußpartikelfilter, damit er innerlich sauber bleibt und die Umwelt nicht zu sehr belastet. Peugeot Partner Typé ist auf der Suche nach einer neuen Familie und bietet einiges, aber dazu später mehr. Kommen wir jetzt erstmal zur Vorgeschichte. Peugeot Partner Typé hatte bisher zwei Familien. Die erste Familie war groß, nämlich ein Autohaus. Danach wurde Peugeot Partner Typé von einer Familie aufgenommen mit Kindern und Großeltern. Die Kinder sind mittlerweile erwachsen und die Großeltern zu alt. Somit wurde das Familienangebot von Peugeot Partner Typé nicht mehr benötigt. Mit seinen mittlerweile knapp 12 Jahren hat er gerade einmal ca. 111.000 Kilometer hinter sich gebracht. Nicht viel, wenn man es auf die Jahre herunterrechnet. Die Arztbesuchsnachweise sind leider nicht mehr vorhanden. Nur noch eine aus 2014. Manche Arztbesuche wurden auch ohne Rechnung durchgeführt. Deswegen empfehle ich, wenn du Peugeot Partner Typé in deine Familie aufnehmen möchtest, einen frischen Arztbesuch durchführen zu lassen. Ölservice mit Filtern, Bremsflüssigkeit und dafür solltest du ungefähr 300 Euro im Hinterkopf behalten. Im April 2015 wurde Peugeot Partner Typé nachweislich von hinten angebumst. Das hat Peugeot Partner Typé gar nicht gefallen und wurde für 2.500 Euro wieder hergerichtet. Stoßfänger hinten erneuert, Heckklappe nachlackiert und Seitenwand hinten links nachlackiert. Kommen wir jetzt zum optischen und technischen Zustand. Das TÜV-Siegel hat Peugeot Partner Typé noch bis Februar 2026 und hat dieses ohne Mängel in Februar 2024 bestanden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er 108.500 Kilometer auf dem Tacho. Technisch ist er dementsprechend in Ordnung für den Verkehr. Technisch hatte ich auch schon erwähnt, sollte ein Ölservice mit Bremsflüssigkeit und allen Filtern durchgeführt werden, sowie auch der Zahnriemen sollte erneuert werden. Für die Inspektion mit Bremsflüssigkeit solltest du um die 300 Euro im Hinterkopf behalten und für den Zahnriemen auch nochmal so um die 400 Euro. Das leicht getönte Heckfenster lässt sich separat öffnen. Und zwar über den Knopf hier unten rechts. Normalerweise halten die Stoßdämpfer dann hier links und rechts die Scheibe auch oben. Aber auf der rechten Seite fehlt der Stoßdämpfer. Deswegen bleibt die Scheibe nicht oben, sondern klappt automatisch wieder runter. Dies hat aber keinen Einfluss darauf, wenn die komplette Heckklappe geöffnet wurde. Für den Stoßdämpfer inklusive Arbeit solltest du so um die 150 Euro im Hinterkopf behalten. Das Rollo oder auch die Jalousie hier in der Mittelkonsole über dem Ablagefach, Staufach, ist leider, wie man sieht, gerissen. Der Aufwand ist nicht groß, die Kosten belaufen sich auf maximal 100 Euro. Das Lenkrad ist aufgrund des Alters und wahrscheinlich auch Handcreme schon leider schon ein bisschen verschlissen. Vielleicht bekommt man das noch ein bisschen verschönert wieder, gilt aber als Gebrauchsspur, meiner Meinung nach. In der Fahrertür ist eine spitze Delle drinne, klein aber spitz, mit einem Lackschaden. Hierfür solltest du so um die 100 Euro einkalkulieren. Das Fahrerohr hat zwar auch ein paar Kratzerchen, aber das Beifahrerohr mehr. Hier kann man das dann nachlackieren, verschönern lassen für ungefähr 50 Euro. Vorne rechts unten hat Partner TP einen Bordstein näher kennengelernt. Zur Faltenbeseitigung bedarf es dafür ein Lifting in Höhe von ca. 200 Euro. Nach dem ersten Anbumserlebnis hinten hat Partner TP wohl ist doch noch einmal zugelassen und hat anscheinend auch wieder sehr wehgetan. 350 Euro für die Beseitigung. An der Stoßleiste der Schiebetür hinten links ist auch eine Falte sichtbar. Dies kann man mit einem Smart Repair für maximal 120 Euro entfernen lassen oder mit einem Lackstift ausbessern. Es kann aber auch als Gebrauchsspur durchgehen. Im Kotflügel vorne links hat Partner
Tipee ebenfalls eine Delle mit einem Lackplatzer. Auch hier sollte man um die 100 Euro einkalkulieren. Zusätzlich dazu bedarf es natürlich, dass der Wagen überall so kleine Kratzerchen hat oder auch Lackeinschlüsse, die mit einer guten Politur und Schleifung auch bestimmt rausgehen. Also Aufbereitungsarbeiten müssten noch durchgeführt werden, am besten professionell. Zudem hat Peugeot Partner Tipee reine Wintersohlen auf den nicht so schönen Stahlschuhen montiert. Allwetterschuhe mit Montage dürften ungefähr 400 Euro kosten. Empfehlung ist hier, erstmal die vorhandenen Winterräder abzufahren. Und somit kommen wir dann auch schon zum Marktpreis und meine faire Kaufpreiseinschätzung. Der aktuelle Marktwert vom Peugeot Partner Tipee liegt zwischen 6.000 bis maximal 7.500 Euro. Ein fairer Kaufpreis in diesem Zustand sollte für dich bei maximal 5.500 liegen. Und dies auch nur aufgrund der geringen Laufleistung und dem Multifunktionsdach. Natürlich kannst du auch mehr bezahlen, wenn ein paar der erwähnten Mängel behoben wurden. Dann bis maximal 7.000. Und das bietet dir Peugeot Partner Tipee als neues Familienmitglied. Außen präsentiert er sich in einem Blau Kianos Lack und innen hat er klassischen Stoff in Grau, leicht Blau und Anthrazit. Die 15 Zoll Stahlschuhe mit Wintersohlen hatte ich ja bereits erwähnt. Unschwer zu übersehen sind die praktisch beidseitigen Schiebetüren mit manueller Betätigung. Regen- und Lichtsensor sind in der Frontscheibe integriert. Die Ohren links und rechts sind elektrisch verstellbar und beheizbar. Die Heckscheibe ist ebenfalls beheizbar, leicht getönt, wie schon erwähnt, und hat einen großen Scheibenwischer. Hinten hat Peugeot Partner Tipee, damit ihn nicht wieder jemand anbumst, Verhüterli angebracht. Von außen schon gut zu sehen, das beliebte Multifunktionsdach, welches mehr Licht und damit Freundlichkeit und Raumvolumen im Innenraum suggeriert. Zudem die Dachreling, wo man Querträger anbringen kann für Dachboxen oder auch Fahrradträger oder Skiträger. Innen sieht das Multifunktionsdach wie folgt aus. Man hat vier einzelne Fensterchen, die nicht zu öffnen sind, haben ein Ablagepaket oberhalb angebracht. Gebläse wird nach hinten durchgeführt. Extra großes Licht für hinten und nochmal Staufläche über dem Kofferraum. Ein praktisches Highlight bei dem Peugeot Partner Tipee sind die drei Einzelsitze hinten im Fond. Diese lassen sich alle drei einzeln umklappen. Dafür zieht man hier den Hebel, dann entriegelt sich die Rückenlehne und dann kann man auch hier unten hinten einen Griff ziehen. Dabei stellt man den so auf, hat dadurch natürlich mehr Ladevolumen und man kann diese roten Clips nach unten machen. Ah, der ist nicht ganz arretiert und dann kann man die auch alle einzeln rausnehmen. Zudem haben die Familienmitglieder, die hinten sitzen, noch die Möglichkeit, das Tablett links und rechts auszufahren mit Getränkehalter. Hier unten sind auch Getränkehalter. Das ist ein Aschenbecher, aber er ist nie benutzt worden. Das Auto ist komplett rauchfrei, Nichtraucherauto. Wie schon erwähnt, hier oben die Ablagemöglichkeiten, die Griffe für die Schiebetüre und Ausstellfenster hinten zu betätigen. Und Isofix ist auf den beiden äußeren Sitzen vorhanden. Der Kofferraum ist quadratisch, praktisch, groß und hoch, kann verlängert werden durch das Umklappen des Beifahrersitzes, natürlich der Sitzreihe in der Mitte und das Entfernen der Sitzreihe in der Mitte. Ein Gepäckraum-Trennnetz ist ebenfalls vorhanden. Wenn man die Hutablage rausnimmt und dieses dann hier oben einklemmt, damit höher geladene Ladung nicht nach vorne fliegt. Ein weiteres Gimmick ist die Klappe hier hinten. Wenn man die öffnet,
hat man noch zusätzlichen Stauraum. Der Airbag auf der Beifahrerseite ist deaktivierbar, dass dort ein Kindersitz im Rebound-Verhältnis angebracht werden kann. Ansonsten verfügt Peugeot Partner TP über insgesamt 6 Airbags, ESP, ABS und EBV. In den Schiebetüren links und rechts sind auch noch Sonnenrollos integriert. Das hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen. Die Kopfstützen sind alle natürlich in der Höhe verstellbar hinten und die Gurte sind hier oben angebracht an der Decke. Peugeot Partner TP hat ein klassisches 5-Gang-Handschaltergetriebe mit Rückwärtsgang nach hinten rechts. Dabei wird auch das Sicherheitssystem hinten aktiviert. Die Fensterheber vorne sind elektrisch, Warnblinkanlage, elektrische Kindersicherung und Zuschließen und die Klimaanlage, nicht Automatik, manuell einzustellen, funktioniert und garantiert aktuell kühles Fahrverhalten bei heißen Zeiten. Das Radio ist integriert, damit ihr zusammen mit dem Radio fröhlich singen könnt. Ein Bordcomputer ist dabei mit Durchschnittsverbrauch, jetziger Verbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit. Klassische Funktion, Regensensor hatte ich ja schon gesagt, Lichtautomatik ist mit drin, Nebelscheinwerfer sind mit drin, wir haben einen Tempomaten und auch eine Limitfunktion, damit ihr ganz entspannt zusammen an euer Reiseziel kommt und damit man nicht andauernd ans Radio fassen muss, kann man das Radio auch über diesen Hebel hier am hinteren dem Lenkrad bedienen. Der Innenspiegel ist noch manuell verstellbar und wir haben hier oben noch einen Kinderspiegel bzw. einen separaten Spiegel einstellbar für die hintere Rückbank. Unter den beiden Vordersitzen, unter dem Vordersitz ist noch eine Ablagefläche. Der Vordersitz ist dazu noch höhenverstellbar und beide Sitze haben Armlehnen integriert. Wenn du jetzt bis hierhin den Partnercheck von Peugeot Partner TP dir angeschaut hast, dann scheinst du wohl Interesse zu haben. Ob der Peugeot Partner TP noch zur Verfügung steht, wenn du dir das Video ansiehst, erfährst du in der Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link mit einem Suchergebnis eingefügt, wo der Peugeot Partner TP normalerweise sofort zu sehen sein sollte. Falls er nicht mehr auf der Partnerseite vorhanden ist, also zu finden sein sollte, dann guck dir doch eins meiner weiteren Partnervideos an. Vielleicht findest du da den richtigen Partner für dich, für deine Familie. Sei also nicht traurig. Ich biete dir noch mehr interessante Partner. Viel Spaß dabei, dein Holly.